zur nächsten Ladung. Bioshock Infinite. Wir haben ja verkürzt, jetzt geht's groß. Gut. Der Hochbuch ist von den Eklaften gelöscht. Ja, da. Ziffern. Hey, scheint nicht schwer zu sein. Hut ab für die Vox. Ah, hier muss es mehr geben, als man auf den ersten Blick sieht. Hut ab für die Vox. Guter Tipp, der Hut. Allerdings. Hallo? Hä? Verarsche? Na doch nicht. Hä? Verarschen kann ich mich alleine. Oh. Genau das, was wir jetzt brauchen. 100% Munition. Daisy Fitzroy. Ich hab von ihr gelesen. In den Büchern steht, sie will Columbia vom Himmel zerren. Jeder hat einen Traum. Ich will nicht Teil ihrer Kultur sein, ihrer Politik, ihres Volkes. Die Sonne geht unter für ihre Welt. Und bald schon werden sie im Dunkeln stehen. Eines müssen die Menschen lernen. Furcht bekämpft man mit Furcht. Ich will nicht Teil ihrer Welt sein. Ich will nicht Teil ihrer Kultur sein, ihrer Politik, ihres Volkes. Die Sonne geht unter für ihre Welt. Und bald schon werden sie im Dunkeln stehen. So, jetzt haben wir wenigstens alles verständlich gehört. Sei wenigstens perfekt. Wie hieß der gleich? Lenk mich doch am Arsch, Scheider. Okay, danke so. Der Gondelverkehr zu Hall of Heroes wurde eingestellt. Das klingt absolut fantastisch. Übung macht den Meister, was? Denkst du, dein gutes Auge könnte vielleicht ein bisschen Munition erspähen? Könnte ich gut gebrauchen, falls es Ärger gibt. Dann muss ich rumsuchen, aber ich tue mein Bestes. Die Strecke ist frei. Okay. Joker sein? Booker, hier ein Gewehr. Ein Gewehr? Hier, oh. Bitte! Ich hab Munition gefunden. Das war mal einer. Tja, jetzt wissen wir, wo ihr alter Freund Slate ist. Besorgen wir uns dieses Shock-Jockey unter nichts wie weg. Ah, leck mich doch. Noch
Wow! Der war schön. Ja, dann mach einen. Hall of Heroes. Hier habe ich schon ein paar Arter. 3 und 4 schon gefunden. Zu rar ist jener Schlag von Mann, der kämpft für Gott und Vaterland. Doch hier verehren wir ihn, der hat gekämpft für unsere liebe Stadt. Aha. Moment. Wenn ich jetzt meine Raben wieder auswähle, ich will meine Raben wieder haben. Aber eindeutig lieber. Lass mich doch verarschen. Meine Plasmide wechseln, ey. Ich glaub, jedenfalls schon so zack, 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 zack. Wenn unser Werk vollendet ist, wird man uns Mörder nennen. Cornelius Slate. Der Mann fürs Grobe, der Vox Populi. Und Comstocks Lüge wird durch eine neue ersetzt werden. Sei's drum. Diese Fitzroy und ich sind Verbündete aus Notwendigkeit. Ich bezweifle, dass man alle Männer, die Caesars Toga rot färbten, in Friedenszeit... ...das Brot miteinander brechen sah. Ist Comstock weg, sind die vergangenen Taten meiner Männer sanktioniert. Und sie werden ihren Teil der Beute fordern. Das muss ich nicht mehr erleben. Okay. Unser Prophetvater Comstock, Kommandant der 7. Kavallerie. Der Mann hat die 7. Kavallerie nicht angeführt. Ich erinnere mich nicht mal an den Kerl. Corporal DeWitt hat sich an diesem Tage tapfer geschlagen. Ich glaube, ich spinne. Slate? Bist du das? Du warst schon immer anders. Nicht wahr, Booker? Du begehrst keinen Ruhm. Hör zu, ich sehe, du steckst hier in irgendeinem Schlamassel. Wenn du uns an dieses Schock-Jockey-Zeug ranlässt, dann sind wir gleich wie... Der Blechsoldat Comstock will unseren Tod. Wir sterben nicht von seiner Hand! Es gibt Ärger. Meinen Männern bleibt nur die Wahl! Tötet ein Blechsoldat sie! Oder ein echter Soldat! Wir haben mehr Klick. Oh, ist ein Kopfschuss sogar. Siehst du? Siehst du, du bist ein Killer-Booker! Gib uns das Schock-Jockey! Wenn du die Kraft willst, Booker, dann schenk meinen Männern den Ehrentod. Sie erwarten dich bei Wounded Knee und Peking. Okay. Das ist ja meine Leiche. Bioshock immer die letzte, weil ich immer sicht. Das war schon Maximum. Ja, meine Schilde mit. Ich fühle mich schon besser. Dann los. Dann gehen wir mal den Gas. Ich versuche sie mit Verbandszeug und Munition zu versorgen, aber es ist nicht immer das Richtige da.
die Taten der echten Helden eingestrichen. Ihr Gefährte, Miss, er schmückte sich am 29. Dezember 1890 mit Ruhm. Wie meint er das? Das willst du nicht wissen. Ihnen im Gesicht an. Sag's ihr, Booker. Sag ihr, wie wir wie die Helden von Sparta übers Schlachtfeld schritten. Ich höre noch die Schreie. Hört Comstock sie auch? Hier ist der Soldat, von dem ich sprach. Der Schlagmann, der Comstock vorgibt zu sein. Seht, ob ich recht habe. Okay, verfehlt. Okay, Nachschlag. Komm mal deinen Kopf. Zeig, was du kannst. Ja, danke. Stehen bleiben. Okay, mich heiler. Mehr hast du nicht raus. Mann, willst du mich verarschen? Auf dich zu bewegen! Heilige Scheiße! Munition! Hier! Endlich, danke! Batz! Was hast du zu bieten? Ja. Das ist leider alles. Also jetzt brauchen Zünder. Ich hab Munition. Sehen Sie mit. Sehen Sie den Mann, der Comstock gerne wehren. Ein echter Soldat. Ich will das nicht, Slade. Gib mir einfach, was ich brauche. Bald, nachdem du dasselbe für mich getan hast. Suche mich unter den Boxern. Wer sind die Boxer? Die Chinesen. Wir sollen zu dem anderen Exponat gehen. Hört ihr, Comstocks Blechsoldaten? Sie wollen uns zum Schweigen bringen. Aber wir sind die wahren Patrioten. Die Geschichte, die nicht in ihre Bücher passt. Aufstand. Was ist da passiert? In Peking? Ich war es, der die Stadt in Brand steckte. Comstock erzählt natürlich etwas anderes. So, mein schöner Schuss in die Nase. Leute, da? Nee.
kenne ich aus Büchern. Comstock führte die Truppen Columbias nach Peking Comstock und... Comstock war nicht da! Die Boxer haben mir mein Auge und 30 Freunde geraubt! Gibt es dafür einen Gedenkstein? Sieg ist Pflicht! Ich beneide dich um deinen Tod! Er hat seinen Ofen und habe es. Das war eine gute Tat, Booker. Sie starben wie Männer. Ich hab nicht drum gebeten. Ich hab nichts gegen diese Männer. Helden fragen nie. Ich hab nie gesagt, ich bin ein Held. Was bist du dann? Nimmt man alle Teile von Booker David fort, die du auslöschen wolltest, was bleibt dann? Komm zur Rotunde. Es ist bald vorbei. Was hat Slade gemeint? Was wollten sie auslöschen? Jetzt, wo du aus deinem Käfig raus bist, merkst du vielleicht, dass er seine Vorteile hatte. Es ist immer besser, eine Wahl zu haben, Mr. DeWitt. Egal, was dabei rauskommt. Ja. Und was ist, wenn du eines Tages merkst, dass deine Wahl dir nicht gefällt? Da komm ich auf. 30. Schön in. Schön die Kugel in den Kopf gerammt. Ich habe, was ihr braucht, Booker. Ihr findet mich hinter dem Denkmal der First Lady. Ihr wisst jetzt, was Comstock mit meiner Geschichte gemacht hat. Seht nun, wie er die eigene gefälscht hat. Der Spross des Propheten war nur eine Woche lang im Bauch unserer Lady. Comstock hatte ein Kind? In meinen Büchern stand nichts von einem Kind. Ausgerechnet die Stelle fehlte? Das war wohl kaum ein Zufall. Doch das Kind erkrankte und unsere Lady betete Tag und Nacht dafür. Mein Turm. Seht, Daisy Fitzroy mag meine liebe Frau ermordet haben. Doch das Kind bekommt sie nicht. Sie tritt nicht zwischen sie und die Prophezeiung. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die weltlichen Gebirge in Flammen hüllen. Bin ich? Du bist Comstocks Tochter. Nein, unmöglich. Nein! Er will, dass du in seine Fußstapfen trittst. Nun, ich will einen Hund. Das heißt nicht, dass ich einen bekomme. Okay, so shit. Nichts da. Kriegst du das auf? Zack, fertig. Die freigebigste aller Seelen. Kein Schmerz, den ich ihnen verweigert hätte. Kein Verrat, den ich nicht freudig an ihnen begangen hätte. Und als ich die Herzen aller, die mich liebten, entflammt hatte, da sprach der Prophet: Du kannst nichts tun, wofür ich dir nicht vergeben würde.
Denn Gott hat mir die Sehergabe verliehen. Und durch seine Augen betrachtet, wirst selbst du geliebt. Ich passe durch die Stäbe, aber sie sind zu breit. Wow, danke. Ich gehe mal vor und sehe nach, ob wir da weiterkommen. Da! Ist das? Das ist ein Riss. Ich kann etwas in diese Welt holen. Ah, ein Frachthaken. Wie praktisch. Wie gesagt, es ist eine Art Wunscherfüllung. Bitte sehr. Ich spüre, dass da noch mehr sind. Immer wenn ich unruhig werde, tauchen die Risse auf. Booker, sehen Sie diese Risse? Die könnten wir gegen Slates Männer einsetzen. Durch diesen Riss kommen wir höher rauf. Und der hier liefert uns ein Geschütz. Und etwas Deckung. Wir sehen da! Geschütz, schnell! Das kann man jetzt doch noch wieder haben. Barsche! Hier ist das Geschütz! Mann, bleib stehen! Der war doch drin! So. Comstocks Schoßhündchen hat tolle Tricks auf Lager. Weißt du, was du da hast, Booker? Es reicht, Slate. Wir brauchen diese Kraft, um aus Columbia wegzukommen. Und wir holen sie uns, so oder so. Slate! Brauchen wir Geld? Okay, hier. Danke, war zu praktisch. Halt die Augen auf nach dieser Short-Jockey-Kraft. Oh. Alter. Den Himmel beugte Comstock. Beugte. Zu rar ist jener Schlag von Mann, der Heulen und Schreien Vaterlandswald und hier fällt den Himmel der Comstock. Lechmänner, Booker. Dazu wird Comstock uns machen. Mit Drähten und Hebeln statt Köpfen und Herzen. Booker! Das war ja gar nichts gut. Oh, ist... was wir brauchen. Fertig. Kriegst du das geknackt? Sieht einfach aus. Der Laden wurde geplündert. Erledigt. Hier gibt es keinen Schockjockey. Slate muss es mitgenommen haben. Da. Schottert das auch? Ist das? Slate. Er ist hier. Zeitliche Mysterien. Frage, wo?
Was ist das? Comstocks Schiffe. Er kommt wegen Slade. Es war Slade, der bei Wounded Knee für sein Land tötete. Es war Slade, der die Tore Pekings stürmte. Slade! Slade! Comstock kommt, Booker. Aber uns zu töten wird ihm nicht reichen. Oh nein, er will uns auch noch in Blech verwandeln. Das lasse ich nicht zu. Er hat mir meine Vergangenheit geraubt, aber mehr bekommt er nicht. Gib uns endlich diese Kraft, das muss doch nicht sein. Auf, Jungs! Der Soldatentod wartet! Okay, na klar. War noch einer? Du bist nicht der Booker DeWitt, den ich kannte! Blechmann! Blechmann! What? Ach komm, Mensch! Auf Lager, Soldat! Jetzt komm schon, DeWitt! Enttäusche die Jungs nicht! Zum Ruhm Kolumbias! Oh nein. Der Herr urteilt! Ich hasse! Ich verfehle nie mein Ziel, denn ich stehe durch die Augen des Propheten. Okay. Ist doch. Oh. Na los, David! Zeig mir was! Bis zum nächsten Mal. Meine Männer und ich sind verloren. Verloren wie der edle Custer bei Little Big Horn. Aber wir werden uns Comstock und seinen Blechsoldaten nicht beugen. Doch mein Speer hat ihn gesehen. Booker DeWitt ist unterwegs hierher zu Hall. DeWitt. Wir nannten ihn die weiße Rothaut von Wounded Knee, wegen all der grausigen Trophäen, die er sich holte. Ein Mann wie er könnte uns den Frieden verschaffen, den wir so ersehnen. Und so geht's weiter. Da, ein Lockpick. Den könnten wir mal brauchen. Eieiei. Zwei Parts sind gerade ein bisschen kürzer, meine Arbeit. Ich schnell es versucht oder was? Fertig, Soldat! Schön leer essen den Teller! Bring's zu Ende! Jetzt bist du ein Blechmann! Ein Blechmann! Oh.
shoot a bolt of electricity. Hold and release to create... Sie haben ihn verschont. Nicht aus Gnade. Comstocks Männer werden ihn erwischen. Gewöhnt man sich jemals daran? Ans Töten? Schneller, als du dir vorstellen kannst. Diese Kräfte scheinen ziemlich stark zu sein. Ich werde sie so gut es geht mit Salzen versorgen. Danke. Slates Worte sie gequält haben. Sie haben mir gezeigt, dass es Situationen gibt, in denen es nur ums Überleben geht. Überleben ist das eine. Spaß an der Sache zu haben, das andere. Booker. Hör zu, du scheinst ein anständiges Mädchen zu sein. Je weniger du über mich weißt, desto besser. Booker. Ich werde es mir gern zu Herzen nehmen. Booker, wenn wir irgendwann mal nicht beschossen werden. Falls es Sie interessiert, da drüben ist Ausrüstung. Das war nix.
Tommys Ausrüstung. Diese Wahrheiten sind offensichtlich. Okay, leg, leg. Ich verstehe nicht so ganz, wie du das alles machst, diese Risse. Ich habe sie mir immer als Türen gedacht. Als junges Mädchen habe ich nicht nur die geöffnet, die ich fand. Ich habe selbst welche gemacht. Gemacht? Ich konnte gehen, wohin ich wollte. Aber ich wollte immer wieder zurück. Wohin? Ich weiß nicht. Zu meiner Familie? Wie machst du das? Wie geht das? Wie gesagt, ich hatte sehr viel Zeit zum Lesen. Naja, und ich wollte sehen, ob's geht. Ich habe Bücher über Physik gelesen und so. Ja? Und was hast du dabei gelernt? Es ist ein Riesenunterschied zwischen dem, was wir sehen, und dem, was ist. Okay. Ja, so schön, wo sie recht, der hat's recht. Moin. Hier. Roboter kommt mir immer so sicher am Meter. Ah, bedeckt. Die Gondel kommt! Ja, ist ja gut. Er wird dich im Stich lassen, meine liebe Elizabeth. Sobald er hat, was er will, ist er weg. Was kann man von einem Lügner und Frauenmörder anders erwarten? Komm, Stark. Vater! Prophet, was immer sie sind, ich gehe und sie können nichts tun, um mich aufzuhalten. Oh, mein liebes Kind, da täuschst du dich. Ja, so ein Klacker. Vorsicht, Raketen! Verdankt. Nächste Munition. Schwing mich nicht. Na was? Oder wer die?
Komm. Ja, okay. So. Elizabeth? Einer muss Schmiere stehen. Der sieht doch auf dem Backen. Als sie da am Strand ohnmächtig waren, da haben sie immer einen Frauennamen gesagt. Anna. Darüber will ich nicht reden. Tut mir leid, es geht mich auch nichts an. Woher stammen Sie, Mr. DeWitt? Aus New York. Was haben Sie dort gemacht? So was Ähnliches wie hier. Nichts, was man unbedingt in seinen Lebenslauf schreibt. Ich bin froh, dass Sie hierher gekommen sind. Was meinst du, wieso ich hier bin? Ich habe gespielt. Jetzt habe ich Schulden bei den falschen Leuten. Ich bin hier, um sie loszuwerden. Was denkst du, wieso ich dich hier raushole? Aus Wohltätigkeit? Wer schickt sie? Leute, die meine Schulden übernehmen. Im Austausch gegen dich. Keine Ahnung. So. Wenn beim nächsten Ding dann gleich speichern. Ja. Verspeichert. Hoffentlich wird es dann automatisch speichern. Nennt sie also den falschen Hirten? Und dich das Lamm. Lassen Sie uns das nicht tun. Von mir aus. Was denken Sie, woher die wussten, dass sie kommt? Entweder die hatten einen Propheten in ihren Reihen. Aha. Oder die Plakate sind von meinen Auftraggebern. Wieso? Keine Ahnung. Hier, für die Karte. Genau das, was wir jetzt brauchen. Alles okay? Ich will Paris sehen. Ich will alles sehen. Tja, das kannst du jetzt auch. Es gibt niemanden. Moment, was soll das? 40 Nord, 74 West? Das ist nicht Paris, das ist New York. Woher weißt du das? Zeit war alles, was ich in dem Turm hatte, Mr. DeWitt. Zeit zum Lernen, etwa Geografie. Ich hatte Schulden. Und dann kam einer an und sagte, er tilgt meine Schulden. Im Tausch gegen dich. Na komm, es... Na komm, alles wird gut. Los, dreh dich um und sprich mit mir. Wir können... Oh, Scheiße.
Die frische Luft hat geholfen. Der hier ist wach. So, so, du bist also dieser berühmte falsche Hirte. Hast schwer Krawall gemacht bei der Verlosung. Bist du Fitzroy? In Person. Ich habe nichts gegen dich oder deine Vox Populi. Aber das hier ist mein Luftschiff. Und ich brauche es dringend. Wirklich? Für mich sieht's nämlich wie ein Luftschiff von Comstock aus. Hör zu, ich will keinen Streit. Es gibt bereits Streit, DeWitt. Die Frage ist, zu wem hältst du? Comstock ist der Gott der Weißen, der Reichen, der Erbarmungslosen. Wenn du zum einfachen Volk hältst, komm zur Vox. Wenn du zu den Aufrichtigen hältst, komm zur Vox. Ich will nur mein Schiff. Und die Vox wird es dir geben. Doch erst musst du der Vox helfen. In Finkten unten, da gibt's einen Waffenschmied, der uns mit Knarren versorgen kann. Hol sie bei ihm ab. Dann bekommst du dein Schiff zurück.